Eigenommen, wie ihr gesehen habt, bin ich halt allein unterwegs. Sarah hat ein dickes Knie und bleibt jetzt am Wochenende mal daheim. Ich gehe halt die Themen wie großer Stiefel. Und wenn ihr wissen wollt, wie die ungefähr 5 Kilometer so sind, dann bleiben einfach dran. Bis später. Da vorne, das ist die Stieflerhütte. Und ich habe mal wieder keine Luft zum Schwätzen, aber egal. Aber die hat nur sonntags auf, alles am Start. Ich bin nicht jetzt tief genug. Der Level da, das ist richtig hier mystisch. Gefällt mir richtig gut. Was hat da so sehen oder nicht mehr so sehen, das sind die Reste des Stiefler Schlosses. Über die Geschichte über das Schloss, das können wir bei uns auf dem Blog nur lesen. Ich habe noch vergessen, die Tour ist gleich schon wieder vorbei, ungefähr noch 1 Kilometer, aber da passiert jetzt auch nichts mehr. Die Tour hat mir richtig gut gefallen, vor allem mit dem Level, das war alles so richtig mystisch. Das war richtig top. Ja, Highlight natürlich war die Stüvel am Anfang und die Stüveler Hit, aber die hat ja leider zugehört. Also wenn ich die Tour noch einmal gehen würde, oder auch wenn ihr sie gehen, gehen sie am besten nicht im Uhrzeigersinn, sondern geht im Uhrzeigersinn. Denn dann hat er das Highlight am Schluss, und zwar der Stövel und die Hit. Von dort aus sind es dann ungefähr noch so ein 1/2 Kilometer bis zum Auto. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend auf der Couch. Wünsche euch einen schönen Abend. Und ganz liebe Grüße an euch, an alle, vor allem an die liebe Topper. Also, tschüss.